Oh, jetzt zur Mama. Ja. Morgen. Oh. Ach du. Morgen schon wieder guten Abend Kleine sagen. Paparazzi. Keine Paparazzi. Ich muss den Hut vorhalten. Ja. Na gut, okay. Ich baue ein neues Schloss ein. Ein neues Abo-Schloss. Ja. Was man so Sonntag macht. Hausarbeit, Hausaufgaben sozusagen. Auch die Erwachsenen haben Hausaufgaben. Meine Tochter hat da gerade drunter sehr zu leiden. Unter Hausaufgaben? Ja. Ja. Was ist da drin? Ganz ordentlich. Ordentlich muss es aussehen. Sonst nochmal schreiben. Denk dran. Völlig eingerostet hier. Dann leg's nochmal unten einölen hier. Das macht das schön gängig. Dass es schön leicht läuft, weil das ist mir hier ein bisschen zu schwer. Nein, du musst abschließen. In die andere Richtung. Weiter. Ja. Drei Schlüssel? Ja, bin ein. Gut, haben wir. Werkzeug. Das alles wird nachher hier. Das alles wieder in den Keller. Das in Müll. Leider. Jetzt wird's Frühstück. Wir haben Brötchen gekauft. Und danach räume ich im Keller auf und auf dem Hof auf und ja, werde mal ein bisschen was tun. Naja. Ja. Ja. Sonntag allein zu Hause. So nennen wir den Vlog hier. Ja, Tommy ist alleine im Shop. Ohne Kundschaft, ohne alles, ohne Stress. Und heute einzig und allein, um zu räumen. Das Schloss haben wir vorhin ausgebaut. Das ist jetzt leider Müll. Total genial. Ich bin ein bisschen happy, weil ich habe mein Jahresziel erreicht. Ich habe das Schuljahr für die Kinder zusammen. Das muss ich jetzt nochmal so sagen. Und total happy. Können wir ein bisschen was für uns beiseite packen. Vielleicht. Mal sehen, was noch kommt. So ein Haus wir haben natürlich. Ne? Muss man mal sehen. Ja, aber das Jahr ist auch fast um. Das ist natürlich auch lächerlich. Aber so ist es.
Dann den Hof noch aufräumen. Keine Angst. Windel hängt im Wasser. Wunderbar. Naja, es war mir noch. Jetzt geht's los. Rasensprenger-Spiele. Nein. Mal gucken, ob wir erste Probe kriegen. Artemide erwartet mich hier im Eingang. Anouk erwartet mich auch im Eingang. Anouk, was hast du da gemacht? Eierkuchen. Wow. Hier, das ist der Erwachsene-Teller. Ich hab einen Kopf. Das hier ist der Erwachsene-Teller, das hier ist der Kinderteller. Wir sind ein bisschen kleiner. Okay. Wir haben immer wenn ich hab gekriegt. Mach mal nur ein bisschen rum. Nur jetzt mal hier auf dem Trockenen. Jetzt geht's noch weiter. Ich bin ein Hund. Jetzt geht's weiter für die nächsten 5 Stunden. Wo sie raus zu kriegen. Zucker! Das ist eine Handy-Situation. Hast du das etwas Fingernagel gefunden? Das war Eierkuchen. Weißt du, kann ich ganz kurz was erzählen, Blumen? Sie hatte letztens Jellybeans gehabt und da sollten auch Geschmacksrichtungen Popel drin sein. Und sie war richtig enttäuscht, dass sie keinen einzigen Popel hatte. Das fand sie voll doof. Das ist halt Blumen, oder? Geschmacksrichtung Popel. Ich hätte gern Jellybeans Geschmacksrichtung Popel. Und was ist, wenn es überhaupt nicht schmeckt? Was ist, wenn es überhaupt nicht schmeckt? Popel, wenn sie das gekriegt hat. So.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin da drin. Wann hast du deinen Geburtstag? 7.9. 7. September. Ich wünsche mir. Ich wünsche mir so. Also, es gibt LOL. Und das war jetzt neu. Es war neu vor 2 Jahren. Ja, das ist doch Quatsch. Ja, geht einfach ein Jahr. Auf jeden Fall. Es ist so groß. Es ist so groß. Oder so. So, ja. Und da drin ist eine Sparbox und die ist so groß. So groß ist der Ball und so groß ist das Tier. Mama, hör auf einzuschlafen. Sind das schon 2 Stunden? Ah, okay. Ja, du bist so süß. Und da drin in der Sparbox, da sind LOLs, LOL-Puppen und LOL-Haustiere. Und die hätte ich gerne. Und Schuhe und Anziehsachen. Schuhe und Anziehsachen? LOL! Ach so. Ich dachte, du willst Schuhe haben. Du brauchst doch keine Schuhe. Ja doch, im Sport. Ich spüre schon den Rand. Das Vorderding. Ich meine, die Luft zwischen Schuhe und spürt sie. Ich bin keine echte Deutsche. Ich würde sagen, der Schuh passt, den du hast, ja? Nein, der passt überhaupt nicht. Schöne Farbe, aber ich spüre schon das hier. Welche Schuhgröße hast du denn? Ah, du kannst ja mit das Geschenkpapier wegnehmen. Ola, pfui. 35. Ich baue mir aus diesem Rahmen hier, jetzt wollte ich ja schon die ganze Zeit mal machen. Ja, der ist ja ganz nett, da haben wir mal einen Spiegel drin wahrscheinlich. Oder so. Plus einem Brett. Diesem hier baue ich mir eine Preistafel. Ja. Spiegel hin, Spiegel her. Einschnitt habe ich schon gemacht. Längsschnitt, jetzt kommt noch ein Querschnitt. Und das ist dann das Inlay. Und dann kommt so ein Spruch an, wie der Küchenchef empfiehlt heute Kettensalat für so und so viel oder Schlauchnudel für platte Schlauchnudel. Sind 16 Euro normal, Rennrad 17 und Rollandrad Hinterrad 35 oder 36 Euro, je nachdem, vielleicht auch noch teurer. Irgendwie so mache ich das. Ich muss mal ein bisschen den Nagel hier. Ihr hört ja überall diese kleinen Pinnen drin. Den Spiegelglas gehalten haben. Die müssen wir auch mal rausnehmen. Guck mal, hey. Die habe ich mal bei irgendeinem Posten mitgekauft, glaube ich, das Ding. Ich weiß ja nicht mehr. Vielleicht wisst ihr es noch, so die Hardcore-Zuschauer, also die alle Vlogs geschaut haben. Ich weiß ja nicht mehr, wo der mal mit dabei war, bei welchen Posten. Irgendein Posten, irgendeine Räumung, irgendwas war der mit dabei. Wie ist der mehr? Da war noch ein Glas drin.
So, jetzt bürste ich hier ein bisschen die Kante aus. Staubt. Und die, oh, hier ist was ausgeplatzt. Mist. Mist, die Kacki. Zu locker. Ja, ist perfekt. 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 Jetzt wird die Platte nur noch gegen das Rausfallen gesichert hier. Auch mit diesen Pins wieder. Ja, was sagt er dazu? Ist doch genial. Ab nach Hause. Reicht für heute im Keller. Der kommt jetzt erstmal hier in den Rahmen. Das ist nämlich zu gefährlich da unten im Keller. Ich hänge den erstmal hier an. Brauch halt mal deine Schrift, weißt du, damit wir das beschriften können. Müssen wir uns mal was ausdenken. Ja, genau. Ja. Das war das auf alle Fälle für heute. Am Sonntag. Okay, na dann machen wir mal weiter. Feierabend für heute. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.